Der FC Bayern München, Deutschlands Fußball-Supermacht. Der BVB kann sich strecken und einkaufen, wie er will. Vielleicht schafft man es, den Branchenprimus mal 1-2 Jahre hinter sich zu lassen, aber La Bestia Negra ist nicht tot zu kriegen. Wer in Deutschland oder in Europa was gewinnen will, muss für gewöhnlich an den Jungs von der Säbener Straße vorbei. Und in der Saison 2012-2013 gelang das nur 3 Mannschaften insgesamt. Für den FC Bayern bedeutet das Triple. Und für euch bedeutet das herzlich willkommen zum GOATS. FC Bayern München 2012-2013, als der FC Bayern Europa überrollte. Bevor wir jetzt weitermachen, Freunde, ihr wisst, wie es läuft, abonniert einmal diesen Kanal und gebt einen Daumen hoch und macht einfach das, was YouTuber machen. Unmittelbar vor einer der größten Saisons der Fußballgeschichte stand jedoch eine der schmerzhaftesten Niederlagen des Vereins. Das Finale daheim 2012. Nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2010 gegen Inter schafften es die Roten 2 Jahre später wieder ins wichtigste europäische Fußballspiel. Und das auch noch in der heimischen Allianz Arena, wo der FC Chelsea eigentlich nur Tanzpartner für den ultimativen Triumph sein sollte. Doch Didier Drogba hatte etwas dagegen. Ziemlich unverdient gewinnt der FC Chelsea in dieser Saison also in München die Champions League. Und ausgerechnet der Undercover-Kapitän Bastian Schweinsteiger war es, der den letzten Elfmeter verschießt. Das kann eine Mannschaft kaputt machen. Oder es weckt den ganz großen Hunger. Den Hunger auf Revanche. Und das einzige Ziel, Wembley 2013. Revanche in London und sich das Ding holen, was man, jedenfalls aus Münchner Sicht, eigentlich schon ein Jahr vorher verdient hatte. Bayerns 5. Champions-League-Triumph war lange in der Mache. Mit klugen Transfers bauen die Bayern-Bosse langsam aber sicher eine schlagkräftige Truppe um den Kern aus eigenen Talenten wie Schweinsteiger, Lahm, Alaba und Müller auf. Bereits 2007 kommt Franck Ribéry. 2 Jahre später schließen sich Mario Gomez und Arjen Robben an. Vor der Saison 2011-2012 kommen Manuel Neuer und Jerome Boateng 2 weitere Schlüsselspieler. Doch der wichtigste Transfer dieser Ära, der kommt unmittelbar vor der Saison 2012-2013. Für die damals aber witzige Summe von 40 Millionen Euro kommt Javi Martinez aus Bilbao. Der defensive Mittelfeldspieler ist das letzte Puzzlestück, das Jupp Heynckes zu seinem Meisterstück brauchte. Also gucken wir uns mal die Aufstellung an. Jupp Heynckes setzte eigentlich die gesamte Saison auf sein 4-2-3-1, denn damit schaffte er es, eine Kombination aus defensiver Stabilität und offensiver Explosivität zu schaffen, die keine deutsche Mannschaft vorher oder nachher jemals erreichte. Da half es auch, einen der besten Torhüter der Welt mit Manuel Neuer im Kasten zu haben, keine Frage. Rechtsverteidiger, Kapitän und eine prägende Figur dieser Bayern-Generation, selbstverständlich Philipp Lahm. In der Innenverteidigung Jerome Boateng, der sich zu dieser Zeit mit großen Schritten zu einem absoluten Weltklasse-Innenverteidiger entwickelt. Und neben ihm Dante. Ja, der Brasilianer mit dem Afro ist auf seiner Abschiedstour bei den Münchnern und spielt, zumindest in den meisten wichtigen Spielen, eine gute Rolle und macht wenig Fehler. Er ist der etatmäßige 2. Innenverteidiger und spielt neben dem letzten Außenverteidiger, einem 20-jährigen David Alaba. David Alaba spielt in dieser Saison auf, dass es eine wahre Freude ist. Er ist vermutlich die größte Überraschung im ganzen Bayern-Kader. Der 20-Jährige spielt, als wäre er seit 15 Jahren auf diesem Niveau unterwegs. Kommen wir zur Schaltzentrale. Nachdem Bastian Schweinsteiger wenige Jahre zuvor von Louis van Gaal vom Flügelspieler zum zentralen Mittelfeldspieler umgeschult worden ist, sahen wir in den Jahren 13 und 14 vermutlich den besten Schweinsteiger aller Zeiten. Grandiose Übersicht, zweikampfstark, ein absoluter Leader, an dem sich jeder Mitspieler über 90 Minuten jederzeit orientieren und aufrichten kann. Schweinsteiger ist das Herz und Gehirn dieser Mannschaft. Seine Partner variieren in dieser Saison. Mal der knüppelharte Luis Gustavo, mal die Passmaschine Toni Kroos. Doch in den wichtigsten Spielen fällt Jupp Heynckes immer dieselbe Entscheidung. Javi Martinez. Der Spanier bringt genau das Wadenbeißergehen, die Portion Ekelkeit und Kompromisslosigkeit zurück, die den Bayern in den Jahren zuvor schmerzhaft gefehlt hatte. Martinez war ein absolutes Arbeitstier. Er war der perfekte Partner für Bastian Schweinsteiger. Nicht nur, weil er ihm den Rücken frei hielt und das Gehirn der Bayern so frei schalten und walten konnte, nein, sondern Javi Martinez konnte, wenn Schweinsteiger mal ein paar Minuten Eiszeit brauchte, das Spiel selbst gestalten. Das war eine Fähigkeit, die Gustavo auf gar keinen Fall hatte. Die Stammbesetzung der Dreierreihe in der Offensive davor ist schlicht und ergreifend absolute Weltklasse und das Beste, das der Fußball in dieser Saison zu bieten hat. Franck Ribéry, Thomas Müller, Arjen Robben. Die Flügelzange in der Blüte ihrer Jahre und Thomas Müller als der Raumdeuter, den Deutschland damals kennen und lieben lernte, der einfach nicht aufzuhalten war. Gemeinsam machten die drei 63 Scorerpunkte in der Bundesliga und 22 in der Champions League. Nichts anderes
als Weltklasse. Und mit 26 Scorerpunkten in der Liga und 10 in der Champions League ist der erst 22 Jahre alte Thomas Müller auch noch der Beste der drei. Im Sturm kriegt er in den wichtigsten Spielen für gewöhnlich Mario Mandzukic den Vorzug vor Mario Gomez. Die Spielweise des Kroaten, sich aufzuopfern, zu kämpfen und Räume zu schaffen, passt besser zu den Dreien dahinter und akzentuiert deren Stärken eher als das abschlussorientierte Spiel von Mario Gomez. Aber Mario Gomez war trotzdem ein elementar wichtiger Spieler für die Bayern in dieser Saison. Und generell finde ich, dass wir Mario Gomez ganz schön unterbewerten. Schlicht und ergreifend ist er einer der besten 10 Stürmer, die jemals das Trikot des FC Bayern getragen haben. Also gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Und nachdem der BVB in den beiden Saisons zuvor die Meisterschaft gewinnen konnte, sollte das Kräfteverhältnis auch auf deutschem Boden endlich wieder zurechtgerückt werden. Und ach du Scheiße, sollte das gelingen. Eine Saison der absoluten Superlative bahnt sich an. Bayern startet mit 8 Siegen in Folge. Und das Torverhältnis da? 26:2. 2 Gegentore aus 8 Spielen. Am 9. Spieltag durch einen Last-Minute-Treffer von Sydney Sam die erste Niederlage in der Bundesliga und, Spoiler, es sollte die einzige bleiben. Die Münchner pflügen durch die Liga, als seien sie eine A-Jugendmannschaft bei einem C-Jugendturnier. 29 Siege, eine Niederlage, 4 Unentschieden. Dazwischen eine Siegesserie vom 18. bis zum 31. Spieltag. Am Ende ein Torverhältnis von 98:18 und 91 Punkte. Die dominanteste deutsche Mannschaft aller Zeiten. Die Bayern sind in diesem Jahr nicht auf einem anderen Level. Sie sind auf einem komplett anderen Planeten. Und feiern nach einem 9:2 gegen den HSV und einem 1:0 gegen Frankfurt am 6. April die deutsche Meisterschaft. Und waren vom 1. bis zum letzten Spieltag Tabellenführer. Deutscher Meister sind wir schon im März. In diesem Jahr liefern sie diese Utopie tatsächlich beinahe ab. Und im DFB-Pokal ein ähnliches Bild. Bis zum Halbfinale kassieren die Bayern keinen Gegentreffer. Und im Halbfinale kassieren sie einen. Und gewinnen das Spiel 6:1 mit einem Hattrick von Mario Gomez gegen den VfL Wolfsburg. Und solche Klatschen sind in dieser Saison überhaupt keine Seltenheit. Wie gesagt, dem HSV schenken die Bayern in der Rückrunde 9 Dinge ein. Stuttgart kassiert bereits am 2. Spieltag 6, Düsseldorf kriegt 8 in 2 Spielen, bei Hannover sind es mal eben 11, Werder kommt mit 6:1 unter die Räder und Schalke macht beim 0:4 in München dem eigenen Namen alle Ehre. Die Bayern rasieren die gesamte Liga. Nur der BVB bleibt in dieser Saison in der Liga gegen sie ungeschlagen. So, wo waren wir jetzt? Deutscher Meister haben wir, DFB-Pokalfinale, alles klar? Richtig, Champions League. Und da war doch was in der Gruppenphase. Denn noch bevor Bayern 04 Leverkusen am 9. Spieltag gegen die Münchner gewinnt, verlieren sie in der Gruppenphase 1:3 gegen Bate Borisov. In Borisov. Wobei ich glaube, die haben gar nicht in Borisov gespielt. Wie auch immer, es ist der Warnschuss zur rechten Zeit. Die Bayern wissen, was Sache ist und qualifizieren sich natürlich trotzdem ziemlich souverän für die K.O.-Phase. Und dann beginnt die Großwildjagd auf Europa. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Zuallererst Arsenal. Also eigentlich alles fast wie immer. Die Bayern müssen in der ersten K.O.-Runde gegen Arsenal ran. Das haben wir mehr als einmal gesehen. Und wie immer ist das erste Spiel in London und wie immer gewinnen die Bayern 3:1. Eigentlich ist das Ding schon so gut wie durch. Doch im Rückspiel zappelt Arsenal und macht in der 85. Minute das 2:0. Richtig bibbern angesagt für die Bayern-Fans, doch am Ende kommt man durch und trifft auf Juventus Turin. Juve ist in dieser Saison einer der Favoriten auf den Titel in der Champions League und sie kommen nach München mit einem klaren Ziel. Keine Gegentore kassieren. Der Vorsatz hält 14 Sekunden. 14. Dann nimmt der 20-jährige Alaba aus 30 Metern Maß, schießt, trifft Arturo Vidal ein klein wenig. Der Ball wechselt gefühlt 4-mal die Flugrichtung und schlägt am Ende neben Buffon ein, der sehr, sehr unglücklich aussieht. Juve rennt danach natürlich. Das ist Alex, Leute. Könnt ihr den sehen? Alex Footman. One Football Legende. Juve rennt danach natürlich an und will den Ausgleich machen. Und die Bayern spielen im Stile einer Spitzenmannschaft. In der 63. Minute lässt Buffon erneut einen Fernschuss klatschen. Mandzukic legt das Ding quer. Müller steht da. 2:0. Und irgendwie weiß man, das fühlt sich nicht so an, als könnte Juve da zurückkommen. Und im Rückspiel in Turin bestätigt sich das. Die alte Dame versucht alles und die Bayern schlagen in der letzten halben Stunde 2-mal eiskalt zu. Auf Wiedersehen, der Nächste bitte. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Barca steht vor der Tür. Die Übermannschaft der letzten 10 Jahre. Es sollte das Meisterstück von Jupp Heynckes und seinen Jungs werden. Inzwischen ist längst öffentlich bekannt, dass der Mann, der Barca zum Monster gemacht hat, ab dem kommenden Sommer auf der bayerischen Trainermark sitzen würde. Pep Guardiola. Die Mannschaft hat ein klares Ziel. Jupp Heynckes mit diesem verdammten Henkelpott in Rente schicken. Bring it on, Barca.
23. April, Allianz Arena, Hinspiel. Und die Bayern feuern aus allen Rohren. Müller, Gomez, Robben, Müller, Messi, Xavi und Iniesta haben nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert, während ein bayerischer Angriff nach dem anderen auf das Barcelona-Tor zurollt. 4:0 endet das Hinspiel in der Allianz Arena und natürlich denkt man, gut, davon können sie nicht zurückkommen. Aber die Bayern haben aus der Zitterpartie gegen Arsenal gelernt und wollen auch im Camp Nou deutlich machen, Freunde, wir wollen nicht nur in dieses Finale, wir marschieren in dieses Finale. Wieder treffen Robben und Müller, die in der wichtigsten Saisonphase komplett on fire sind. Piqué macht sich selbst einen rein und die Bayern gewinnen gegen Barcelona in der Addition mit 7:0. Wer sollte diese Mannschaft im Finale von Wembley schlagen? Naja, Jürgen Klopp und der BVB, die gerade Real Madrid gekillt hatten, die hatten da so eine Idee. Was sich im Finale von London entwickelt, kann man wohl durchaus mit einem Boxkampf zwischen Schwer- und Mittelgewicht vergleichen. Der BVB hat viel mehr Tempo. Gerade in der Anfangsphase rollt ein Angriff nach dem anderen aufs Tor von Manuel Neuer. Doch es fehlt eben der Punch. Man scheitert immer und immer und immer wieder am bayerischen Schlussmann. Bis zur 25. Minute. Da erobert Javi Martinez meisterhaft einen Ball von Bender im Mittelfeld und irgendwie macht es bei den Bayern Klick. Roman Weidenfeller rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Erst lenkt der Keeper Mandzukic Kopf an die Latte. Dann köpft Martinez knapp drüber und dann ist es wieder Weidenfeller, der gegen Robben im 1 gegen 1 der Sieger bleibt. Und so geht es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Bis Franck Ribéry einen Geistesblitz hat. Der Franzose zieht am linken Strafraumeck drei Verteidiger. Arjen Robben kreuzt von seinem rechten Flügel am gegnerischen Tor vorbei bis auf die Grundlinie. Ribéry steckt durch, Robben legt quer, irgendwie vorbei an Weidenfeller und da steht Mario Mandzukic. 1:0 für die Bayern nach genau einer Stunde. Man könnte denken, der BVB erholt sich davon nicht, aber da ist ja noch Dante. Mit einem absolut amateurhaften Foul nach 68 Minuten schenkt er dem BVB einen Elfmeter und Gündogan verwandelt sicher. Es steht 1:1, doch es wird deutlich, das Tempo der Anfangsphase kostet dem BVB jetzt richtig. Jürgen Klopps Jungs geht der Sprit aus. Roman Weidenfeller bewahrt seine Elf gegen Schweinsteigers verdeckten Schuss in der 87. Minute noch vor dem zweiten Gegentor, doch dann ist er machtlos. Robben dribbelt sich nach der Hackenvorlage von Franck Ribéry irgendwie an Hummels vorbei, steckt das Ding an Weidenfeller vorbei und es steht 2:1 für den FC Bayern München. Der Knockout für den BVB und die Erlaubnis komplett durchzudrehen für den FC Bayern. Das DFB-Pokalfinale eine Woche später ist reine Formsache. Der VfB Stuttgart mehr oder weniger nur ein Zaungast. Die Bayern führen nach 63 Minuten mit 3:0 und hören dann auf mitzuspielen. Stuttgart trifft noch zweimal, aber das erschüttert den FCB nicht. Und das bedeutet, es ist das erste Triple der Vereinsgeschichte. Das erste Triple für einen deutschen Verein und der vergoldete Abschied für Jupp Heynckes. Und so eng das Finale von Wembley auch war, die Bayern haben es verdient. Sie waren die dominanteste Mannschaft in der Bundesliga aller Zeiten. Sie schlugen in der Champions League jede Weltmannschaft. Sie vernichteten den FC Barcelona und bewiesen im Finale den unbändigen Willen, dieses Ding im dritten Anlauf innerhalb von 3 Jahren endlich wieder nach München zu holen. Der FC Bayern München 2012-2013 unter Jupp Heynckes. Die vermutlich beste Mannschaft, die jemals in der Bundesliga ihr Unwesen trieb. Das war's, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier findet ihr das Goats zum FC Barcelona, Pep Guardiolas Vorgängerstation und hier ein weiteres Goats, das Alex sehr gerne mag. Bis dahin, macht's gut. Bam.